So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Paul Materialmord Racing in Schneverding. Jo. Was macht die Hand? Wieder alles fit? Geht so, ne? Das war's. Man muss dazu sagen, Paul Bauer ballert genauso gerne auch mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ja. Und du bist ja so ein Kandidat, der dann auch Vollgas im Berg runterballert. Ja. Und dann mit 80 Feierabend ist. Ja, das war mit 40, 50. Bin ich ein Kumpel leider nach einem Sprung hat er angehalten. Ich bin da mit 40, 50. Man sieht auch noch, wie es ein bisschen dicker so ist, ne? Ja, hier ist die Steinplatte, ja. Und jetzt muss man dazu sagen, das war schon das zweite Mal, ne? Ja, zwei Jahre davor war es genau die gleiche Seite, ja. Und wie ist das so, mal ein paar Wochen nicht schrauben? Oder einhändig schrauben? Scheiße. Gut, dass ich einen guten Freund habe, Poldi. Hat mir sehr gut geholfen durch die Zeit. Das heißt, du dirigierst dann so ein bisschen. Es ging gar nichts. Ja, aber in solchen Momenten merkt man dann immer erst, wie man dann doch eigentlich beide Hände braucht. Ja, ne? Vom Schmerz her und so. Ja. Ich war, glaube ich, 3-4 Wochen auf extremen Schmerzmittel. Hm. Oh. Aber würdest du es genauso normal machen? Oder? Ich hoffe, ich kann wieder fahren. Jetzt. Ja. Ja, natürlich. Das ist mehr Kick als Autofahren. Das heißt, du brauchst in dem Moment wirklich so, du ballerst einen Berg runter und hast so den Kick, du weißt, es könnte was passieren, Hand ist wieder gebrochen, ja, und das ist genau der Reiz. Genau, oder vielleicht Beine, ne? Kann ja passieren. Okay, das ist halt crazy, weil, also wenn ich mit dem Auto durch die Gegend baller, dann habe ich nicht so den Kick, dass ich gleich denke, es geht was kaputt. So, also, dass man sich selber kaputt fährt, so ungefähr. Ja, ne? Klar, das Kick, beim Autofahren hast du es nicht, nee. Also ich kenne das vom Skifahren, da ist es auch so, je älter man wird, man fährt einen Tucken langsamer. Ne? Mhm. So als Jugendlicher hast du noch gesagt, komm ja scheiß drauf, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, ist es halt Peng. Ja, aber Paul wird älter und fährt trotzdem nicht langsamer. Genau. Und jetzt merkt man von Jahr zu Jahr, dass man dann doch denkt, ich will jetzt nicht unbedingt 6 Wochen im Krankenhaus liegen, so ungefähr. Ne? Aber klar, ich verstehe das auch, wenn man den Kick so sucht. Ne? Ja, man denkt über nichts anderes nach, nur da, wo du halt bist, ne? So, wir sind mal wieder hier, um euch einen kleinen Zwischenstand zu geben, was mit dem NASA GTR ein bisschen passiert. Ja. So, das, was jetzt passiert, ist jetzt ja eigentlich mal so richtig NASA. Dagegen war ja eigentlich das, was sie bisher gemacht hat, ist eigentlich noch fast, könnte man sagen, also letztes Mal, als wir hier waren, haben wir schon gesagt, das ist krank. So, und jetzt ist sie aber nochmal, vorsichtig gesagt, Faktor 3 kranker. Hol doch mal die Leute ab, die jetzt gerade zum ersten Mal ein Video über Paul sehen. Also, falls es jemanden gibt, der es noch nicht gesehen hat, du bist, ich sag jetzt mal einfach GTR-Tuner in den letzten Jahren. Ja. Groß geworden allerdings schon mit diversen anderen Viertelmeiler-Autos. Und letzter Stand von dem GTR, das war dann 2000, wann bist du letztes Mal gefahren? 2019, ne? 2019 war das. Letztes Jahr. 2019 waren 2000... Knapp 3000 PS an Bord. 2960 oder irgendwie. Ja, ich wollte gerade 2006... 2300... Newtonmeter oder so. Ich wollte gerade 2600 sagen, habe mich aber nicht getraut, das auszubrechen, weil ich schon Schiss hatte, dass viel zu wenig ist. Ja, ist es auch. 2009, jetzt muss man mal überlegen. Ne? Wir fahren mit irgendwelchen Golfen auf dem Prüfstand und freuen uns 1000 PS zu schaffen, ne? Und das ist einfach nochmal Faktor 3. So. Und dann muss man ja auch fairerweise dazu sagen, ist das ja auch ein Auto gewesen, was nicht einmal Prüfstand, einmal kaputt war, sondern der Motor hat ja schon locker ohne Probleme der ganze Saison durchgehalten. Ne? Genau, der Motor ist ungeöffnet, so wie er ist. Das Einzige, was halt richtig Problem letztes Jahr Saison war, waren halt die Zündaussetzer. Mhm. Also da habe ich mit dem Kabel sehr schwer zu kämpfen gehabt und das hat gar nicht funktioniert. Ja, ja. Also das wollte nicht. Zündaussetzer muss man jetzt dazu sagen, das kommt ja auch nur dadurch, dass du halt diesen Methanol-Kraftstoff wahrscheinlich fährst. Ich fahre Methanol, dadurch fahre ich extrem große Zündanlage und die fahre da ja 2x 600 Millijoule. Da weiß ich noch, da war im letzten Video, hatten wir auch so den Megajoule gesagt. Ja, Megajoule. Gab es einige, die meinten, Alter, Megajoule, das ist ja krank. Das ist aber trotzdem lebensgefährlich, wenn man da doch mal... Ja, ich habe mal einen gefunden gekriegt damals vom Evo. Ja. Das tat gut eine Woche weh. Echt? Ja. Das knistert dann schon. Das hatte ich gekriegt. Muss ich mich auch hinsetzen, ja. Krass. Und die meinst du, die Aussetzer kamen, weil es immer noch zu wenig Bums waren? Nein, das Problem war, dass die Zündkabel innen drin im Kopf, weil die ziemlich weit tief reingehen, hat durch die Isolierung zum Kopf durchgeschlagen. Mhm. Der Kontakt war nicht richtig hergestellt oder der hat sich den besten Weg gesucht. Und man hat auch gesehen, dass halt immer wieder halt im Gummi Löcher drin waren und so. Man hat neue reingemacht. Bis krass. Das heißt einfach unter Last ist der Druck in dem Brennraum so hoch, dass es für den Strom einfacher ist, durch die Isolierung in den Kopf zu gehen, als durch die Kerze wirklich die Power von dem abzubauen. Von der Anlage, ja. Der knallt da und dann bin ich halt auf Krücken in der 7-8 gefahren. Ja. Und gibt es da jetzt schon eine Lösung für? Ja, ich baue das um,
weil das ganze Auto wird komplett umgebaut, weil ich war auch das allererste Mal, komischerweise letztes Jahr erst in England, bei Door Slammers. Und, in Sandabot, ja. Genau, und das ist einfach fett. Door Slammers ist einfach geil und mit GTR, also mit Serien-GTR-Antriebsstrahlung, obwohl das umgebaut wird, bist du nicht fähig gegen irgendwelche Dragster oder Promods oder sonst irgendwas am Start, den Start zu gewinnen. Und Start entscheidet über alles. Ja, ja. Ja, auch wenn die Jungs tick langsamer sind, aber am Start machen sie dich nass, die spielen mit dir und die hüpfen mir da transparent in den Stage-Bereich rein und du musst aufgeladen stehen, weil das nicht anders funktioniert. Du musst 1000 Knöpfe drücken im GTR und. Und jetzt habe ich gesagt. Und wegen Traktion. Traktion war zwar schon gut, bin 1,62 Fuß gefahren. Hockenheim bin ich sogar einen Tick schneller gefahren. Aber jetzt habe ich gesagt, ich baue jetzt. So, jetzt müssen wir noch mal einmal die Leute abholen. England, Sandabot ist eine offizielle Drag Racing Strecke. Genau. Und Door Slammers ist eine ich sage jetzt mal eine Klasse. Ist eine Veranstaltung. Also in Door Slammers, wie der Name sagt, Door Slammers, die Autos müssen eine Tür haben. Die Tür, wo du so einsteigst und aussteigst und das war's. Da fahren auch Promos. Ah, okay, das ist ja eigentlich halt ein einfaches Reglement. Die Tür haben und dann gibt es verschiedene Klassen, auch Sechszylinder. Ich kann zum Beispiel eine Sechszylinderklasse fahren oder eine Promot-Klasse. So. Ja, und das. Okay, und die Veranstaltung hat dich so überzeugt vom Spaßfaktor her, dass du gesagt hast, genau. Da brauche ich jetzt ein Auto für. Genau, nicht nur immer nur, weil im GTR ist immer gut. Klar, man kann damit extrem gute Zeiten fahren. ETS ist extrem schnell gefahren, keine Frage. AMS auch und alle anderen auch. Und das Problem ist, du bist nur auf Zeitenjagd. Sobald du irgendwo reinkommst, wo du halt wirklich auch mal Finals gewinnen willst und so, du bist benachteiligt. Das heißt, bei den Door Slammers geht es dann auch noch nur um Zeiten oder richtig K.O.-System? Nee, dann geht es K.O.-System. Also das ist ja richtig Drag Racing, ne? Geht es auch K.O.-System. Okay, das heißt, Ziel von dem Umbau jetzt gerade ist es, gar nicht unbedingt zeitmäßig schneller zu werden. Klar, das ist immer das Ziel. Wir werden automatisch schneller jetzt. Aber dass du im direkten K.O.-System-Vergleich einfach konkurrenzfähiger bist. Ich bin konkurrenzfähiger, genau. Ich habe viel, viel mehr Traktion, weil wir ein Falling-System einbauen an der Hinterachse. Die Reifengröße bleibt gleich. Fahren deutlich breitere Felgen, wenn jetzt 14 mal 15er Felgen sein. Also 14 breit. Macht das einen Unterschied, wenn die Felge breiter ist? Ist das für einen Reifen gut? Ich habe zu kleine Felgen gehabt. Ah. Ich habe ja nur 11,8 Zoll gefahren auf den dicken Dingern und 14 Zoll ist Maximum, was man da drauf fahren kann. So, ich würde sagen, wir holen euch einfach mal ab. Du kannst ja mal, nee, geh du mal nach da hinten, René. Und hier gucken wir einfach mal von hier. Würde ich mal vorschlagen. So, wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man, das ist übrigens der GTR, der die 7er Zeit gefahren ist. So viel ist ja nicht mehr von über, aber ich befürchte, es wird noch weniger über von über sein am Ende. Ne? Es wird noch viel, viel weniger über sein, ja. So, größte Umbau sind neues Getriebe. Genau, also da ich ja sehr gut mit Magnus Motorsport befreundet bin, der hat vor 2 Jahren angefangen, ein Adapterplatte-Kit mit Bell-Housing aus Titan und zu bauen für halt für TH400-Getriebe, für ein Dragster-Getriebe und für Liberty. Also für 7-Gang Airshift hat er für Tony gebaut, für Tony Pablo vom Team One Racing. Die bauen aber im Moment werden einige gebaut, aber als reine Hecktriebler. So, für mich war es so, Hecktriebler. Deutschland, wir haben Müllstrecken, ich möchte auch weiter auf den Flugplätzen fahren. Schlechtes Klima, funktioniert nicht, habe ich keinen Nerv drauf. gut, was machen wir da? Und ich habe hier halt noch einen anderen Freund aus Ukraine, der hat bis vor kurzem den Europarekord beim Allrad gehalten, dann der 32 GTR. Und da hat einen 35er Motor reingeschmissen und ich weiß, dass er sich die Adapterplatten damals gemacht hat, halt um den das Allrad-System an das TH400 reinzuklappen. Und da habe ich mit ihm gequatscht und er hat sofort Bock gehabt, Magnus angerufen, weil ich die Idee habe ich komischerweise morgens bei einem Cutter in Vegas gehabt, vor letztes Jahr, das zu bauen und dann Magnus geschrieben, also sofort Bock drauf. So. Und dann haben wir das Bilder gemacht, Zeichnungen gemacht, CAD geändert und das hat wir das halt Allrad reinkriegen. Und ja, das ist halt da eben mal nicht so eben alles gebaut, ne? Nö, es war ein bisschen. So, das heißt, wir müssen das jetzt nochmal zeigen. Normalerweise ist beim GTR hier nur ein, ich sag jetzt mal ein Gehäuse, weil das Getriebe eigentlich auf der Hinterachse ist. Genau, da ist so eine Transachse. Sozusagen eine Kupplungsglocke, sagt man, obwohl da gar keine Kupplung drin ist.
Und da ist ein Ausgang und dann geht die eine Kardanwelle bis nach hinten hin, weil das Getriebe an der Hinterachse ist. Und dann gehen wir in die Hinterräder automatisch dann hinten angetrieben und dann geht wieder eine Kardanwelle wieder nach vorne und treibt die Vorderräder an. So, jetzt haben wir hier dieses besagte Bell-Housing aus Titan. Richtig. Da ist ein Wandler drunter. Da ist ein Wandler. Den müssen wir uns auf jeden Fall gleich auch noch angucken, weil das muss ja definitiv ein extrem krasser 3000 PS Wandler sein. Das ist also das Getriebe, der Wandler und die Hinterachse ist alles aus dem Pro-Motor. Kann das auch diese Drehzahl, die du vorher gefahren bist? Ja. Krass. Weil man darf halt nicht vergessen, so ein Wandler ist halt immer recht schwer und viel Drehzahl. Das ist halt immer, also immer Baustelle. Alles gefräst. Also. Und das Getriebe sieht ehrlich gesagt relativ filigran aus. Das kann man auch alleine tragen. Sehr leicht, so gesehen. Das ist ein Fünfgang, Viergang? Dreigang. Dreigang, mhm. Also jetzt mit der Übersetzung, mit den Achsen und so, ist das bis 350 km/h. Weil das ist das Ziel, mit dem Auto Viertelmeile bis 350 zu fahren. Fahren andere auf Halbmeile, fast als Europarekord. Und Paul will jetzt aber Viertelmeile fahren, okay. Ja. Dreigang, das heißt, vom Start her wird relativ lange wahrscheinlich der Wandler erstmal so ein bisschen arbeiten. Genau, der Wandler arbeitet dann sehr, sehr lange. Der Wandler ist natürlich begrenzt, wenn er jetzt bei 4000 zumacht und seine Startdrehzahl musst du 5000 haben, ist das natürlich scheiße. Wir haben hier ein System drin, wir haben einen Dampfwälz drin im Getriebe. Das heißt, das wird einprogrammiert, die Ventile machen auf. Der Wandler kann nochmal sozusagen, wenn er bei 4000 Umdrehungen zumacht, können wir um 1000 Umdrehungen höher drehen. Weil wir dieses System haben. Okay, das heißt, der Wandler ist extern einstellbar. Wir können ihn rutschen lassen, ja. Okay, krass. Extra. Ja, der Wandler greift aber nur über den Öldruck, theoretisch. Richtig. Mhm. Der hat ja auch diese Ölpumpe drin. Das wird normalerweise geht da noch eine Leitung hin, in diesem Moment ab. Okay, wenn ich mir jetzt wiederum überlege, dass in diesem Getriebe nur drei Gänge drin sind und logischerweise keine Kupplung und nichts, dann ist es doch massiv, ne? Ja, die Kupplung. Dann müssen das ja schon solche Gänge sein. Mhm. Wie werden die Gänge da drin dann geschaltet? Ich habe einen Shifter. Achso, also du musst schon noch manuell, wie man das von früher kennt. Ich habe einen Shifter 1, 2, 3 und der ist aber mit R-Shift und der kloppt mir, mein Steuergerät kloppt mir dann die Gänge nach und nach rein. Also wir stellen das ein und dann. Also der eigentliche Mechanismus da drin ist wie ein Dockgetriebe, dass er die Gänge einfach über Druckluft da so reinschiebt. So ähnlich, ja. Mhm. So, jetzt kommt der interessante Teil. Die Amis würden jetzt alle einfach Kardanwelle nach hinten. Fertig. Richtig. Du wolltest aber Allrad dazwischen haben. Genau. Das heißt, man sieht hier nochmal einen Abgang und da geht dann wieder eine Kardanwelle nach vorne zur Vorderachse. Richtig. Und das hat so noch keiner gebaut? Doch. Also, außer die Polen einmal. Aber nee, die fahren ja ein dicke US-Verteilergetriebe, die halt dann die Getriebe ranpassen. Und das ist vom R34, vom GTR. Und das kann das echt? Da ist umgebaut drin. Sieht nur außen scheiße aus, das wird aber noch lackiert. Das kommt so nicht rein. So. Ja, und normalerweise muss man sich jetzt vorstellen, da ist ein Sitz und hier ist ein Sitz. Hier ist ein Sitz. Das heißt, der Beifahrer hätte schön seinen Fuß eigentlich auf der Kardanwelle nach vorne. Ja, so ungefähr, ja. Weil sonst im Endeffekt ist das ja nicht viel weiter, weil früher hier ist der Tunnel, der Original. Ja, stimmt hier. Schon, ja. Und der ging bis nach vorne hin. Und wegen der Kardanwelle nach vorne. Geht wieder die Kardanwelle nach vorne, ja. Weil, wenn man jetzt hier so guckt, hätte das fast wahrscheinlich sogar vom Getriebe her und so. Hier passt das, ja. Das Einzige, was ist die Glocken, die halt ist, also nach vorne geht. Und jetzt. Für deine Disziplin, die du jetzt fahren willst, ist das Ganze cool, weil du mit dem Wandler so ein bisschen, ich sag jetzt mal, übertrieben gesagt, im Vorstart gegen die Bremse das Ganze schon mal so ein bisschen aufpumpen kannst und auf Last bringen kannst. Ich habe einen Transweg drin, ne? Transweg soll ich das erklären? Das ist, jeder hat von euch hat bestimmt, sag schnell auf D-Max. Ach, komm ich jetzt nicht drauf. Ich komme auch gar nicht drauf. Ach, scheiße. Auf jeden Fall die Ami-Sendung, wo sie alle mal ballern. Ja, genau. Die Straßenrennen fahren. Die hüpfen sozusagen. Street Outlaws. Street Outlaws, genau. Die fahren zum Startbereich vor, stehen und dann sieht das aus, das Auto wackelt und dann fängt das an zu hüpfen. Das ist die Transbreak. So, das ist natürlich auch drin. Und also alles, was dieses Getriebe ist, ist alles drin. Transbrake heißt, du legst einen Vorwärts- und Rückwärtsgang gleichzeitig an? Gleichzeitig, genau. Dann habe ich einen Knopf am Lenkrad und sobald ich den Knopf loslasse, dann fängt das Auto nach vorne. Und dann zitterst du halt kurz mit den Fingern, dann fängt das Auto nach vorne, hüpft rein in den Startbereich. Ah, das heißt, du kannst dann auch nur ganz bisschen immer aufmachen. Ja, genau. Ich drücke ihn zu, dann ist Transbrake an, lass ihn los. Top. Das ist quasi der Lowrider mit 3000 PS. Okay. Das ist schon mal eine Baustelle. Was ja eigentlich schon mal eine Riesenbaustelle ist. Ne? So, dann kommt aber noch das Thema, jetzt hast du ja hinten kein Getriebe mehr drin auf der Hinterachse. Genau. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einfach mal eine komplett andere Hinterachse in das Ding reinzubauen. Ich muss ja eine haben, sonst geht das ja nicht. So, und das sieht natürlich mal schon
massiv aus. Ja. Das ist jetzt vom Prinzip her eine komplett andere Achse auch, vom Aufbau her und so weiter. Ne? Das ist komplett anders. Ja. So, das Ganze ist jetzt theoretisch eigentlich eine Starrachse. Das ist eine Starrachse, ja. Die aber von der Aufhängung her einfach komplett anders funktioniert. Genau, ja, die hat dieses Volllinksystem, also Streben. Mhm. Und normalerweise bei jedem Auto, wenn man Allradautos beschleunigt, man sieht, dass die Autos hinten eintauchen. Mhm. Mit Vorlenk, egal ob Allrad oder Hecktrieb, wird die Achse sozusagen beim Stand durch das Drehmoment gegen den Boden gedrückt und die Karosse geht hoch. Verstehe. Das heißt, hier die Achse hängt mit vier Streben, deswegen Vierlink. Die kannst du auch noch einstellen, hier hast du die ganzen Einstellmöglichkeiten. Das gleiche hast du noch mal an einem Auto. Und die sind von der Anlenkung her genauso, dass wenn Karosse hochgeht, Achse runtergedrückt wird. Genau, so. Genau konträr dazu, so ein bisschen wie so ein Stabi funktioniert. Ne? Mhm. Kommt dann noch ein Stabi hier vorne hin noch. Und auch noch. So, und Paul natürlich die größte Ausbaustufe genommen mit Keramik. Da ist die größte Achse von Strange, die man kaufen kann. Jetzt muss man dazu sagen, habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Selbst die Bremsbeläge sind aus Fullcarbon, Kohlefaser. Das heißt, du kannst aber gleiche Felgengröße weiterfahren hinten oder noch kleiner? Nee, ich fahre 15 Zoll muss ich fahren, ja. Krass. Das sieht halt schon, ne? Das ist von der Größe her so ungefähr wie beim Traktorpulling neulich. Ich kann sie mal hier rein. Das Rad, die Zähne von dem Rad angucken. Das ist nach da. Naja, okay, die sind natürlich mal extra massiv, ne? Ja. Alles, was drin ist, eigentlich aus 300 M-Stahl gefertigt. Also eigentlich. Jetzt stelle ich mir die große Frage: Wie geht man jetzt vor, wenn man einfach mal so eine Achse in das Auto reinsetzt? Also man muss das komplette Auto zwischen. Nee, weil es muss ja schon am Ende auch, du willst ja 350 damit fahren, ne? Das heißt, das muss ja schon, das muss ja sitzen. Klar, man kann das alles ein bisschen einstellen und so, ne? Ja, aber klar, das wird auf keinen Fall hier gemacht. Also das macht ein Freund von mir, Nils, eine Firma Riders Best. Der baut halt so eine Art Drexler-Chassis in Deutschland. Das in Deutschland so? Ja, in Deutschland, in Bremen ist das, bei Bremen, in Sieg. Sieg? Glaube. Da um Ecke. Auf jeden Fall, da geht das Auto jetzt die Tage demnächst hin, also im November. Und dann wird das komplett zerschnitten. Also innen drinne, Abspritzwand, nach hinten bis zum Abschlussblech, samt Radkasten, kommt alles raus. Alles Fieber weg. Oder so hast du aber nicht. Bitte? Fieber oder so hast du aber nicht. Aber eigentlich kennt man Pause, weil so war vor Jahren auch das ist schon. Total ehrlich. Einfach alles rauschen. So, als erstes Sicherheit geht hoch, natürlich, weil ich eine Vorzelle habe. Ein Dreiviertel-Chassis haben wir. Ich sitze selber im Käfig drin. Ja, das heißt, das wird richtig so ein. Ich werde noch einen Cage um mich haben, genau. Oh, so ein Funny Loop nennt man das. Und ja, dann kommt die Hinterachse rein. Die Felgen habe ich heute bestellt, die kommen auch. Dann. Das heißt, um das Thema Hinterachse abzuschließen, was für ein Differential ist hier drin? Ist da überhaupt noch eins drin oder ist das einfach nur geschlossen? Nee, also ist schon richtig noch eins mit Sperre und richtig, so weiter. Das ist richtig Differential, ja. Okay, cool. Was sagen die Amis? Was kann sowas? Wann fliegt das auseinander? Oder unkaputtbar kann ich auseinander? Also ich glaube, die Promos fahren irgendwie, glaube ich, mittlerweile bis 5.000 oder 6.000 PS damit. Ne? Krass. Also normalerweise Öl rein und ich habe eigentlich mit meiner Leistung Ruhe. Mhm. Ich werde schnell und... Und die Leistung soll auch auf dem letzten Stand bleiben oder willst du auch nochmal nachlegen? Also ich glaube, auf dem Prüfstand werden wir vielleicht noch nachlegen auf dem Ende des Jahres, weil mit Wandlerfahren und Automatik und Falling-System im Endeffekt wird mich das Getriebe so dermaßen schnell machen, dass wir wahrscheinlich erstmal extrem in der Leistung erstmal runtergehen. Runtergehen, ne? Gut, Minimum waren ja hier trotzdem 1.700 PS. Also. Und mit 1.400 bis 1.600 PS ist im Moment der Weltrekord für alle GTRs. Kommt aus Australien, TIF 6, ist ein 33er GTR mit einem RB-Motor, also nicht mit einem 35er Motor. Das heißt theoretisch halbe Leistung von dir? Halbe Leistung sozusagen, was ich fahren kann. Und die fahren Weltrekord, die fahren flach 6 fast mit dem Ding. Ne? Und das Ding ist... Kannst du mit Zylinderabschaltung fahren, fährst du nur eine Bank. Ja, das ist... Jetzt die große Frage, wie ist das bei so einem Wandler? Geht da schon was verloren bei der Leistung oder ist der wirklich hoch durch? Ja klar, das geht verloren, aber jetzt geht schon was mit. Das Drehmoment steigt ja halt hoch, ne, beim Start. Aber also, du fährst halt, du hast nicht sofort die komplette Kraft auf dem Boden, sondern entspannter ist, es gleitet mehr so rein. Genau, und wenn es dazu kommen sollte, dass die Strecke zu gut ist, hat mein Konverter an das Gefrier ein Lock-Up-System, das heißt, ich drücke einen Knopf und da ist 100% dicht gemacht, der Wandler ist aus. Das heißt, dann kann er auf gar keinen Fall durchrutschen. Und dann rutscht gar nichts mehr durch. Dann habe ich 1:1. Das heißt, sowas würdest du auch im Prüfstand zum Beispiel machen? Genau, im Prüfstand ist das sowieso dann, ja.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall die Oberliga. Ich wüsste nicht, was man noch krasseres einbauen könnte. Kann man, glaube ich, so sagen, ne? Und jetzt, um das Auto passend dafür vorzubereiten, muss halt wirklich leider alles weg, ne? Das heißt, du schneidest wirklich von Innenschweller? Nee, hier. Da wird hier geschnitten, der Schweller bleibt sozusagen erhalten und hier. Alles weg, ne? Genau, und dann einmal an der Linie, einmal komplett Radkästen. Also im Endeffekt bleibt nur die Außenhaut hinten rum, was angeht. Die Doppelfläche kommt auch alles raus. Die wahrscheinlich auch noch ersetzt wird. Und sobald das Chassis fertig ist, kommen die Dinger natürlich aus Carbon dran. Die Linie da irgendwo rum. Krass. Natürlich. Natürlich. Einbaubereit. Einbaubereit. Und dann kommt da richtig Zelle. Was nimmt man da für Material? Ein Chromostahl. Wird komplett in Chromo gemacht? Wird komplett in Chromo gemacht, ja. Und die eigentliche Hinterachse wird dann auch an dieser Zelle festgemacht? Muss richtig, ich aber genau. Da hast du einmal diese Standrohre hier. Ja. Und dann hast du im Effekt, hast du dann hier, kommen Brücken und dann kommen Bleche. Mhm. Wie so ein Lochband sieht das aus, wie an der Achse und da kommen die Streben, da kommen die Achsen. Ja. Und wie wird das Ganze am Ende verkleidet? Wird komplett Carbon gemacht. Wird sie komplett Carbon? Mhm. Haben ja auch unter anderem deshalb auch den Scanner geholt. Ja, ja. Und dann wird ja alles gescannt und dann werden Platten mit Wasser zugeschnitten, damit das alles richtig fit ist. Das heißt, von innen wird das so zum Reifen hin und so auch verkleidet, dass du von innen die Achse und so nicht siehst? Nee, das wirst du nicht sehen. Hinten kommen Radhausschalen, aber das sind im Endeffekt komplett Radhausschalen. Die werden wahrscheinlich kurz vor der Scheibe hier sitzen, die wirst du hier sehen. Und wenn du wollen würdest, könntest du also nach innen hin theoretisch auch von Reifen her und so noch breiter werden. Genau, der wird ja so gebaut, dass ich auch später am Fendteil keinen Bock auf Allrad mehr habe, schon mal diese Dings und eine andere Kardanwelle rein, da kann ich nur als Heckgiebler fahren. Und kannst dann nach innen hin theoretisch noch breiter von Reifen werden. Genau. Mhm. Krass. Und letzte Frage, das Verteilergetriebe, hat das ein bestimmtes Verhältnis vorne nach hinten oder ist das einfach nur zu und macht alles über Gewicht oder wie ist das? Nee, das nach vorne hat das natürlich ein Verhältnis. Mhm. Und ja, krass. Weil das sieht ja dann fast so jetzt wieder als filigranstes Teil aus, so ungefähr. Ja, das sieht im Moment komplett Serie aus und so. Ja. Wir haben da uns ein paar Gedanken gemacht, wie in der Übersetzung und so. Das behalten wir auch. Das ist so ein Punkt, was wir für uns behalten. Außen kein Thema mehr zu zeigen und so. Aber man kann eigentlich ja schon sagen, dann ist ja am Ende wirklich eigentlich nichts mehr original. Ne? Das heißt, jegliche Kardanwellen sind Anfertigung. Ist ja eigentlich alles Anfertigung. Ne? Ist alles Anfertigung, ja. Scheiße. So, das heißt, nächster Step ist eigentlich wirklich hammerhart alles zerschneiden. Ja, genau. Man geht zu Nils und dann. Wie macht man das? Macht man jetzt erst die Zelle rein und schneidet dann Stück für Stück? Nee, weg? Das Auto wird ja auf dem Dings festgemacht, auf dem Tisch. Hm. Da hat er so einen Tisch dafür, wird das festgemacht. Echt? Gibt es da in Deutschland echt einen Markt für, dass der da so viele Zellen verbaut? Er baut einige Zellen, hat ja auch normale Werkstatt und so, Meister und so. Wobei, nebenbei, zum Beispiel für meinen Evo hat er die komplette Zelle aufgebaut mit der Fanilog drin alles und so. Der wird wahrscheinlich aber für so eine Zelle wahrscheinlich auch 3 Monate oder so brauchen. Also ja, 3 Monate ist so geplant, dass das Auto Ende Januar, Februar dann als Rolling-Chassis wieder hier steht und dann geht's weiter. Da musst du jeden scheißen Halter machen und. Muss ja viele Halter machen, weil Lachgas kommt ja auch zusätzlich auch noch rein. Achso, ja. Okay. Damit ich, es kommt eigentlich aber nur auf den Start rein, damit ich halt schneller hochspulen kann. Mhm. Wir wissen nicht, wie er sich verhalten wird, wie lange er braucht zum Hochspulen, wie in den Dampfwelps, wie lange das funktionieren wird oder wie lange er braucht zum Hochspulen. Deshalb kommt für den Launch kommt Lachgas rein. Also nicht um am Ende nochmal 500 PS mehr zu haben, sondern dass halt wirklich bis diese 5 Bar da sind, ist ein bisschen schneller geht. Genau, und zum Beispiel, wenn natürlich wir später natürlich irgendwie doch mit dem Auto schaffen sollen, irgendwie ganz flach 6 zu fahren, da will man natürlich natürlich irgendwann mal die 5. Ja, da haben wir ja noch einen extra Knopf am Lenkrad, wo halt, wenn der schon komplett aufgedreht ist, dann da kann man ja halt noch ein bisschen extra reinschießen. Obwohl das, glaube ich, wird weniger sein, weil die Lader tausche ich ja auch, kommen ja auch größere rein. Was ist aktuell Weltrekord, GTR? Alle GTRs? Hm. Muss ich gucken. Irgend ganz flach 6.1 oder irgend sowas. Das ist dann auch schon mit so einer Getriebevariante? Ja, genau. Und mit der Variante, wie du vorher gefahren bist? Mit Original GTR-Antriebsschrank? Ich glaube, das sind die bei 6.6 oder so sind die. Das ist schon gut. Aber auch fahren einmal Getriebeschrott, ne? Ja. Das ist teuer. Vielleicht fahren zweimal. Ja. Ja. Und das nervt halt irgendwann mal, weil du halt nicht wettbewerbsfähig bist, ne? Und weil das ja auch so ein Getriebe ist, dass wenn es nicht mehr geht, passiert ja gar nichts mehr. Das ist jetzt nicht so wie so ein Schaltgetriebe, wo du irgendwie so im Hebel so ein bisschen was merkst und so, da ist ja gleich Stopp. Genau. So, das interessante Teil ist halt nach wie vor dieses Titangehäuse hier.
Weil da sitzt halt dieser arschschwere Wandler drin, der 3000 PS macht und 9000 Umdrehungen dreht. Ja, der kann sogar noch mehr machen. Das heißt, wenn da irgendwas passieren würde, würde das Ding eigentlich... Richtig, deshalb bin ich auch froh, dass er weiter vorne ist. Da haben wir auch die Motorposition habe ich gelassen, weil ich denke auch so ein bisschen an Sicherheit zu wischen. Ja. Weil ich komplett bescheuert bin. Aber hat er gerade noch erzählt, dass er Vollgas im Berg runterballert und am liebsten die Beine brechen will. Ja, kein Bock, irgendwelche Metallteile im Kopf zu haben. Das ist, man unterschätzt auch immer Drehzahl mit dem Gewicht, was da passiert, wenn so Dinge aufreißt. Ne? Mhm. Das ist halt wirklich nicht zu unterschätzen in sowas. Es reicht ja schon bei so einem Turbolader so ein kleines Rad. Also wenn die Räder schon ein bisschen größer werden und irgendwann so groß sind, dann reicht das ja schon, dass das Ding dir in den Kopf fliegt so ungefähr. Ne? Dann will ich nicht wissen, was mit dem Wandler da drin los. Ne? Und deswegen ist das komplett Titan. Das ist komplett Titan. Ja. Und auch extra, extra dick, dass da nichts passieren kann. Ja, ich hoffe, das kann hier sogar zeigen, wie dick das ist. Mhm. Ah, ja, stimmt. Was für den Kader wieder nochmal. Ja, wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten. Krass. Das kommt auch wieder rein. Das ist dann, also kann man sagen, kugelsicher, ne? Hoffentlich, ne? Und das hat bestimmt auch richtig Spaß gemacht, das zu flexen, ne? Oh, 30 Flexscheiben, ja. Glaube ich. Vor allem Titan lässt sich ja eh schon immer so... Ja, ja. Und es klebt irgendwann mal, wenn es zu heiß wird, ne? Und flext. Krass. Ja, so, hier könnt ihr euch nochmal diesen wunderschönen Billet-Block angucken, wo alle immer von schwärmen. Der gefräste Block. Und das ist immer noch der Motor von letzten Saison. Das ist der Motor, ja. Das und ist auch der Motor, mit dem ich den Europarekord auf halbe Meile gefahren bin. Den lässt du so oder machst du schon einmal auf und reinkommen? Der wird drin. Komplett Service gemacht. Mhm. Da kriege ich auch neue Kolben, neue Pleuel, weil alle Pleuel drin, die sind durch. Ja. Und dann gucken, wie die Sleeves aussehen, sonst wenn die Sleeves auch nochmal rausgezogen, neue Sleeves reingemacht sind. Ah, kann man aus dem Block Sleeves rausziehen? Ja, ja. Haben wir ja schon gemacht. Mhm. Zwei Sleeves sind mal neu gekommen. Einmal. Das sind die Buchsen, ne? Ja, okay. Die Buchsen, ja. Weil halt durch diese Kolbengeschwindigkeit oder die Drehzahl, ja. Also ich finde es eh Wahnsinn, dass die Drehzahl mit 5 Bar und so, dass das überhaupt so ja, lange hält. Ne? Ich kann ja noch höher drehen, ne? Also ich war ja noch nicht am Ende. Weil das muss man einfach sagen, dass der ja schon das ganze Jahr funktioniert hat, ne? Ja, und er hat extrem viel auf dem Prüfstand gelitten, ja, ne? Weil ich halt immer auf der Suche nach den Zündaussetzern war. Und auf dem Prüfstand haben wir ihn im Griff gehabt und hat es immer funktioniert. Mhm. Dann sind wir losgefahren. Mhm. Ein Lauf. Entweder hat es sofort gar nicht beim Rennen funktioniert. Und ja, Hockenheim war es nur ein einziges Mal funktioniert. Und da war das ja gleich richtig gebostet. Da bin ich ja irgendwie 0 auf 200 in 3,4 Sekunden gefahren. Ja, das ist schon heftig, ja. Und ja. Vorne bleibt alles, wie es ist. Das bleibt vorne alles, wie es ist, ja, genau. Die Kanten werden hier nur weggeschnitten. Aber sonst bleibt das. Ja. Die Kante hier wird. Achso, Plan gemacht. Ja, hier ist normalerweise Spitzwand, ne? Die ist ja höher. Das wird Plan gemacht, ja. Weil das eigentliche Dom bleibt ja komplett so. Das stehen. Bleibt alles stehen, ja. Auch das bleibt auch alles stehen. Ja, das bleibt stehen. Ja. Warum bleibt das stehen? Also, warum dann nicht komplett einfach hoch ran? Weil die Motorposition passt einfach. Und ich bin mir nicht. Es war überlegen, oder ich war heute sogar noch überlegen, doch noch Full Tube zu machen. Aber dann. doch nicht. Und weil, ja, die Motorposition ist da und... Die Frage wäre ja, welchen Vorteil das hat. Ja, wäre eigentlich nur Gewicht, ne? Ist echt leichter? Ja, obwohl das hier Alu ist, ne? Das ist ja geschraubt hier auch da, siehst du ja, beim GTR. Das Ding ist ja geschraubt hier. Das ist komplett Alu. Das ist auch Alu. Also im Endeffekt wird das nicht viel bringen. Ich glaube, ich werde sowieso jetzt beim Gewicht irgendwo zwischen 1000 und 1100 Kilo landen. Und das ist viel zu, sowieso viel schon echt an. Ich würde es auch so lassen. Ist dann irgendwie immer noch so ein bisschen. Ja, bisschen. Straßen 3000 PS geht ja. Ja, ja. Hattest du vor ein paar Jahren gedacht, dass das so endet? Ja. Jein. Im Endeffekt wollte ich nicht. Ja, damals war wirklich die Aussage, ich will nicht auf der Straße die ganze Zeit fahren. Nee, irgendwann hat sich ja das Ding ergeben, dass ich halt noch ein Rohrkarosse sozusagen und eine Motor und ein Getriebe gekauft habe. Steht da. Und weil mir das einfach zu schade war, weil irgendwann hört es auf. Auch wenn man es könnte, irgendwann denkst du so, muss das sein? Und da habe ich ja in den gekauft. War die Überlegung, warte mal, dann kloppe ich alles, was aus dem war, da rein. Ich habe ja noch Motoren, ich habe noch Getriebe, baue ich den zusammen, habe ich mein Geld sowieso wieder raus und die Rohrkarosse bleibt über. Ja, war ja. Für mich so. Ne? Ja, klar. Und deshalb habe ich jetzt diesen Weg eingeschlagen. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dass, was willst du aktuell mit so einem Auto auf der Straße?
Das kommt ja auch nicht so allgemein mit dem gedunten Auto auf der Straße bei uns. So, ne? Also, deswegen kann ich das vollkommen verstehen, wenn man, weil du bist ja auch einer, der hier bis tief in der Nacht einfach Bock auf die Schrauberei hat, ne? Ja. So einfach Bock hast, jetzt die Flex hier anzusetzen und das einfach wegzuflexen, weil du einfach Lust zu hast, ne? Ja. Deswegen kann ich das voll und ganz verstehen, dass man einfach Bock hat. Ich habe im Moment sowieso viel mehr Bock auf Schrauben und irgendwas machen oder sonst irgendwas. Deswegen. Kann ich das auch voll und ganz verstehen. Wo ich das Dach da sehe, war das da so eingeklebt? Das war so eingeklebt. Oder war das nachträglich? Nee, das war so eingeklebt. Das war echt, hier echt original hier, damit es nicht klappert und so überall so kleine. Das war original auch so, ja. Und ich habe das wieder an den Kannen nur festgeklebt. Ich habe das auch noch festgenietet gehabt. Diese Versteifung hinten kommt auch komplett raus oder das bleibt drin? Die kommt raus. Auch raus? Ja, ja, also bis hier wird es abgepunktet. Ne? Krass, innen bleibt nur außen. Und hinten bleibt stehen, weil die Heckscheibe raus sitzt. Gibt es das so schon als Dreiviertel? Nee, gibt's nicht. Also mit Allrad als R35 GT ist das weltweit der erste. Und mit Dreiviertel-Chassis auch. Wie hat das Toni und so, die haben alle erst ab hinten dann gebaut? Oder? Nee, die haben Fulltube. Ah, die haben komplett gleich? Die haben Fulltube, komplett Fulltube, ja. Wenn man jetzt Fulltube heißt, immer, dass wirklich eigentlich alles ein Gitterrohrrahmen ist? Bleibt nur eigentlich das und das. Und alles ab da ist alles nach unten, alles weg und nur die Außenscheibe. Fängt man dann trotzdem mit einem kompletten Auto an oder baut man sich einfach also den Rahmen und setzt am Ende... Toni hat seins geschnitten und am Ende hat er gesagt, scheiße, hätte ich mir die Teile einzeln, Schweißbleche bei Nissan bestellt, wäre es günstiger gewesen. Wäre billiger gewesen als die ganze Karosse. Ja. So, und am Ende kommt dann nämlich dieses Teil hier einfach rüber. Genau. So, das heißt, wenn Paul auf dem Event einfach mal Kerzen gucken will, nimmt er einfach die ganze Front ab. Wir nehmen die ganze Front ab, ja. Doch noch gut massiv so, ne? Ja. Ja, die hat so eine Verstrebung, Kreuz hier drin. Okay, und das Ding kommt dann wirklich komplett 1:1 einfach davor. Das war schon alles fertig, alles angepasst und die ganzen Und das heißt, Öffnung nach vorne nur für die beiden Turbolader? Da kommen wir hier auf mit dem Turbolader rein. Sonst so Kühler und so gab es ja bei dir vorne nichts mehr. Das war ja alles. Der kommt wieder sowieso nach hinten. Kommt alles wieder nach hinten. Ja. Crazy. So, hier sehe ich schon auf, haufenweise Punkte drauf. Das heißt, du hast deinen Scanner schon mal. Ich habe den Scanner getestet, genau. Deinen Scanner schon mal angerissen. Genau. Ich habe heute das wieder zerlegt, da war das am Atombrett drin. Das habe ich auch komplett abgescannt. Jetzt wird das gescannt, jetzt mache ich die CAD-Datei draus. Ja. Dann werde ich die bearbeiten, die Sachen wegmachen, glatt machen und dann werde ich da so einen Hartschaum fräsen lassen, das Armaturenbrett, wie es ist. Und dann, wenn wir davon dann Negativform machen, mit Baltic mache ich. Und dann Carbon. Und dann mache ich das Carbon, ja. Gibt es das noch gar nicht von GTL? AMS hatte eins, aber nicht so ganz wie ich wollte, war zweiteilig. Die haben wir aber rausgenommen, weil die Firma, die das für die gemacht hat, die gibt es nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich mir das jetzt. Machst du selber, ne? Ja. Kannst du ja gleich mitscannen. Wobei das ein etwas größerer Klotz zu fräsen wird. Ja, ein größerer Klotz. Ich könnte das jetzt scannen. Man könnte das im Endeffekt zu diesem originalen Auto scannen und das selber bauen. Nur im Endeffekt, wenn man sowas macht, versaut man sich weltweit alles, weil die Jungs, die das gebaut haben, die kenne ich sehr gut. Klar, verstehe ich. Was soll das? Warum jemand die kaufen von mir meine Teile, die ich gebaut habe und so. Und sollen sie lieber deine Armaturenbretter dann kaufen und fertig. Richtig. Da liegen ja die Ventildeckel auch, die kommen auch vor, die habe ich auch schon fertig. Das heißt aber, es kommt nicht wieder Teppich und sowas alles rein. Es geht ja alles der wird schon komplett rein. Mit komplett reinrennen. So, das ist halt, das sieht dann im Verhältnis zur Hinterachse süß aus. Das ist das Differential vorne, was an die Ölwanne angeflanscht wird. Das heißt, die Welle läuft später durch die Ölwanne, ne? Von der Seite, ja, kommt die. Das ist die hier. Das sieht dann schon fast krass aus, dass das dann wirklich so überhaupt die Leistung so bisher so gehalten hat. Das ist die Serienwelle. Das sind auch die Serienwellen komplett vorne. Ja. Aber da sieht man dann mal, wie wenig Leistung eigentlich nach vorne gegangen ist. Ich bin ja vorne sehr viel Leistung schon gefahren. Mhm. Aber die haben nie Probleme gehabt. Nee. Die fahren alle Säbel. Krass. Es gibt halt von Dwarfwerfschrupp gibt es andere. Da ist aber das Problem, dass die Manschetten so scheiß Gummi sind, dass so einmal über 300 fährst, dann platzen die. Mhm. Diese Hartkunststoffzeug dann? Nee, sind so richtig gummibabbelig. Mhm. Habe ich, glaube ich, 5 Sätze Wellen hinliegen. Überall wieder rausgenommen. Ja, vorhin, guck mal, wenn das Ding geht hier so quer durch die Ölwanne, genau. Und wenn das natürlich mal kaputt geht, kann das natürlich auch schnell mal Baustelle sein hier, ne? In der Ölwanne. Ja, ja. Ah, da hat Nissan wirklich stabil gebaut. So, und die Ventillücke? Genau, die habe ich ja. Schon mal, die sind immer leicht, ne? Ja, da sind ja viele Franken drin. Sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht, ist komplett aus Vollen gefräst, ne? Ja.
Wenn du so ein bisschen wackelst, dann siehst du, weil wir so ein Dings, dass da halt so eine Art Camouflage-Muster. So ein ganz leichtes Muster drin ist. Ja, krass. Genau. Weil wir das halt beim Schlichten so gemacht haben. Das ist die Entlüftung, die habe ich auch gebaut. Mhm. Entlüftung sitzt in der Mitte vom Block. Ja, genau. Genau. Da habe ich jetzt eine zweite Version davon gemacht mit vier Straßenautos. Liegt da hinten irgendwo gedruckt. So, hier machen wir die Pumpe. Da ist die Pumpe, ja. Wie ist das bei so einer Trockensumpfpumpe mit Verschleiß? Geht das? Die, also ich schicke die jedes Jahr zu Petersen hin. Hm. Zum einmal zum Gucken, einfach damit, das kostet nicht viel. Ja. Und wenn das Auto jetzt hier liegt, ist die Pumpe liegt rum, kann man ja wegschicken. Ich habe zwei Pumpen, besser gesagt. Ich habe ja eine hinten noch liegen. Service. Immer. So, aber sonst so das eigentliche Konzept mit Krümmern, wie die Turbola da vorne sitzen und so, das bleibt alles? Das bleibt alles, ja. Das bleibt alles? Bis jetzt, so, ja. Das waren die dezenten Geräte vorher? Genau. Das ist halt wirklich, wenn man dann mal so die Turbine anguckt und so, ist das halt wirklich schon. Ich finde immer, die Turbine sieht sogar noch krasser aus als der Verdichter. Ja, so gesehen, ja. So, ne, der Verdichter ist zwar auch schon groß und so weiter, ne, aber ich finde, die Turbine, da weiß halt einfach Bescheid, halt, was da drin abgeht. Wenn du das Frischluftgehäuse abmachst, dann siehst du die voll ab. Weil ich glaube, wenn du den 1:1 so aus so einem Vierzylinder steckst, da brauchst du schon wirklich Drehzahl, dass da überhaupt was passiert. Ja. Oder halt Methanol, ne? Ja. Das fährst du extrem viel Abgas. Ach, ist das so, dass bei, wenn du mit Methanol fährst, du fährst automatisch auch. Du fährst mehr Abgas, ja. Durch die geht ja auch viel mehr Sprit rein, ne? Und das heißt, wenn du gleich einen Motor 1:1 Methanol reinkippst, das Ansprechverhalten und so weiter gleich besser, weil mehr Volumen aus dem Motor rauskommt, ne? Wird besser, ja. Dann brauche ich Ethanol. Methanol. 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 Kostet nur 10 Euro der Liter. Mhm, okay. Nein, das ist billig. Billig? Ja, ich zahle. 9. Für das M5. Nein, M5. 200 Liter, glaube ich, 500 Euro oder 550 oder so. Ja, das ist wirklich billig. Dann überhaupt. Das ist billiger als Ethanol. Ja, das Problem ist. Also du kannst nicht verraten, sonst fahren bald alle Methanol. Ja, das Problem ist, das Ding haut 30 Liter weg auf Viertelmeile. Ne? Mhm. Für 400 Meter. Aber durch diese Menge an Sprit wird es halt auch einfach so krass runtergekühlt. Nico, was hattest du für Vollgas an Abgastemperatur? Also bei den 3000 PS hatte ich 640 Grad oder so. Das hast du mit Sprit im Leerlauf so ungefähr, ne? Ja. Das ist halt schon krass. Würdest du sagen, ein Auto, ich sag jetzt mal ein reines Rennauto wie von Marius, zum Beispiel den Golf, kann man das stressfrei auf Methanol fahren? Oder ist die Pflege schon intensiver? Du musst Ölwechsel machen. Du musst, wenn das Auto länger steht, muss man die Düsen einmal durchspülen. Also ist schon ein krasses Zeug. Es ist schon ein bisschen schon mit Alu-Leitung und so. Wenn du irgendwo reines Alu hast, musst du aufpassen. Das fängt dann irgendwann mal zu korrigieren. Es frisst, es muss alles eloxiert sein. Wenn das Auto länger steht, zünd Kerzen raus, WD-40 rein, Motor ein paar Mal durchdrehen, damit der WD-40 drin ist, weil es zieht auch extrem Wasser aus der Umgebung. Das haben ja auch die ganzen Scheiben, ja auch Prüfstein ja beschlagen, bei Verbrennung, das ist ja genau das gleiche Motor. Und wie oft muss man dann Ölwechsel so machen? Also ich mache nach jedem Rennwochenende sowieso, wenn ich zum Beispiel mehrmals gefahren bin und das Auto wirklich gut funktioniert hat, war beim Evo ja so, da haben wir abends immer, wenn wir über Nacht waren, haben wir immer Ölwechsel gemacht. Beim Feierabendbier. Ja. Und dann war es aber auch wirklich notwendig, einen Ölwechsel zu machen, weil. Genau, das Öl sieht aus wie Cappuccino. Ja. Krass. Ja. Und das, obwohl nichts kaputt ist, sondern einfach. Ja, genau. Also es ist, ja, Leistung, alles. Aber man braucht für gleiche Leistung Methanol, wie viel mehr Methanol braucht man ungefähr gegenüber? Oh, ich spritze sehr viel rein. Ich habe meine Benzinpumpe hinliegen, kannst du dir angucken. Also ich fahre ja bei mir 18 mal 1700er Düsen jetzt. Mhm. 18 Stück und meine 18 Stück sogar. Ja, und meine Pumpe macht 3.500 Liter. Ne? Mhm. Das heißt, man kann locker sagen Faktor 3 gegenüber. Und ich fahre Grunddruck, wenn das Auto im Stand läuft, von 5,5 Bar. Plus 5 Bar Lado. Plus 5 Bar Lado, ich fahre über 10 Bar Benzindruck, ja. Das ist schon. Weiß, was los ist. Da ist schon Druck hinterher, ne? Krass. Tja, so, also ihr seht, hier in Schneeberding wird es nicht langweilig. Auf jeden Fall wieder krasse Nummer, die ihr davor hast. Definitiv. Was denkst du grob so, wann Auto wieder fährt? Wie ist also dein Plan so? Plan ist, dieses nächste Jahr halt zu Dorslemmers fahren. Wann ist das? Mai bestimmt wieder so. Ich war ja auch noch nie da und ist ja auch Marius großer Traum, immer einmal nach Santa Porta. Ist geil, nimm den Golf mit, nimm irgendwas zum Fahren mit, wenn Dorslemmers ist, egal ob ihr schnell seid oder nicht. Das Feeling. Alleine, wie die Leute da sind, also
ich war so heftig überrascht, dass es. Ist das so richtig mit Zuschauern? Ja, ja. Das war wirklich. Ja, ja. Wo ich das erste Mal in Thunderbolt mitgefahren bin, das war nach dem Umbau halt. Da haben wir vergessen, das Allrad ja anzumachen. Da bin ich ja gleich mit Dosendruck losgefahren, dann später ein bisschen mehr Druck. Dann bin ich ja nur mit Heckantrieb und eine komplette Strecke habe ich gebraucht, bin da gleich 7-9 gefahren. Die Kommentatoren da, weil das ja Livestream gemacht, die sind ja fast runtergeflogen. Ja. Da sind gleich runter, da haben mich gefragt, ob ich nicht ganz dicht bin, weil ich einen Tire Shake auf allen vier Rädern hatte. Also ja. Krass. Das heißt, die Deutschen sind da auch gern gesehen? Die sind sehr gern gesehen, ja. Also ist wirklich, das ist krass. Also ist wirklich von den Leuten wirklich, also. Ja, lass mal hin. Da ist wirklich. Müssen wir ein Boot fahren? Ja, das kann, oder? Und du fährst mit der Fähre immer, ne? Ich fahre mit der Fähre. Ich habe keinen Bock auf Autofahren hier über Frankreich und so. Ne, hau ab. Mit dem Ding Trailer. Wir fahren hier von hier entspannt über Nacht fahren wir nach Amsterdam. Nach Rotterdam und von Rotterdam fahren wir dann mit der Fähre rüber. Die fährt zwar 8 Stunden oder so, aber da kannst du trinken. Ich wollte gerade sagen, ihr kommt bestimmt top erholt. Wir kommen top erholt und von der Fähre brauchst du dahin sind 200 Kilometer. Du kommst da an, bis das ist komplett stressfrei. Okay. Das ist wirklich sehr cool. Werden wir auf jeden Fall mal ins Auge fassen und weiterhin drücke ich die Daumen. Wenn es soweit ist mit Zelle, sag auf jeden Fall mal Bescheid. Ja, würde mich brennend interessieren, wie der so vorgeht. Ich muss sowieso mehrmals hin. Wegen Sitz anpassen und. Passage, ich werde sowieso öfter da sein. Weil mich interessiert so brennend, wie man sich so überlegt, wo muss eine Strebe hin, wo muss keiner hin. Er hat ein so, Buch. Muss man ja schon ein bisschen. Er hat ein Buch, wirklich aus den USA, von wie man halt so ein Chassis baut. Da sieht, kann das halt. Ne? Da sieht man mal, wie groß diese Szene in Amerika ist, dass es selbst Bücher darüber gibt, wie du fürs Track Racing eine Zelle baust. Ja, ne? Ja, das ist, ja wo, in Deutschland keiner da hinkommt. Bei welcher Zeit die Zelle, für welche Zeit die Zelle zugelassen, welche Wanddicke es gibt. Es gibt sogar Messgeräte, die Wanddicke von den Rohren messen und so, wenn die Zelle abgenommen wird. Zum Beispiel im Evo war die Zelle ja abgenommen. Ne? Und hier in Deutschland brauchst du halt noch nicht mal eine Zelle. Genau. Da fährst du einfach so. Ne? Genau. So, jetzt kommt auch der Regen. Das heißt, es wird hier lauter. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Nein. Gewinnspiel. Ach ja, stimmt. Gut, dass du sagst, wir wollten ja Gewinnspiel machen. Ich denke schon das ganze Video dran. Was haben wir denn für einen Gewinn heute? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Okay, das heißt, der Kommentar mit den meisten Likes in diesem Video kriegt von mir das Drag Racing Klamotten Starter Paket. Das heißt, ihr müsst mir nur eure Größe mitteilen und ich packe euch richtig schön was aus Jogginghose, T-Shirt, Cap, Hoodie, Zipper. Ihr werdet euch freuen, einmal das große Paket zusammen. Würde ich sagen. Ja. Passt auf. Also fleißig kommentieren. Weiterhin fleißig Pauls Projekt verfolgen. Danke. Und wir sehen uns im nächsten Video, wo es dann zum Thema Zelle geht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ciao.